Es gibt nichts zu fürchten. Es gibt nichts zu fürchten. Auch wenn es draußen stürmt und poltert, macht und tut. Außen wie innen. Innen rumpelt es ja auch immer wieder mal. Kann es wild hergehen durch meine vielen, vielen Gedanken. Diese vielen, vielen unwahren Gedanken, die mir das Fürchten lehren. Und das muss ich mir jetzt wieder abgewöhnen. Möge ich mir nur Liebe lehren. Die Auferstehung. Die Botschaft der Kreuzigung. Lehre nur Liebe, weil du nur Liebe bist. Möge die Angstbasiertheit gehen. Es sind nur Gedanken, die sich so stark und mächtig manifestiert haben, sich in deinen Körper hineingefressen haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich kann es ja körperlich spüren. Manchmal sitzt mir ja die Angst im Nacken. Oder der Schrecken, das kennen wir alle. Es gibt nichts zu fürchten. Mögen wir Gott vertrauen. Und auf seine Stärke bauen. Und nicht auf unsere eigene, die nicht Gottes Wille ist. Es gibt nichts zu fürchten, Bruder. Gemeinsam werden wir lernen. Selbst diese unbewusste Angst, die sich da immer wieder so heimlich einschleicht oder die immer wieder so im Hintergrund mitläuft, die wirklich vergehen zu lassen. Durch unser Aufblicken, Hinblicken, durch unsere Hinwendung an Gott. Durch meine Entschlossenheit, mit der Liebe Gottes zu gehen. Und da ist Angst fremd, Angst unmöglich. In Gott gibt es nichts zu fürchten. Und wir ruhen in ihm.
Es gibt nichts zu fürchten. Ich werde jetzt einmal die Lektion lesen. Ganz lesen, weil sie so schön kurz ist. Und mal gucken, mal hören, was sie uns sagt. Und wir mögen uns danach richten, weil dafür ist sie uns gegeben worden. Es gibt nichts zu fürchten. Der heutige Leitgedanke ist einfach die Feststellung einer Tatsache. Es ist keine Tatsache für die, die an Illusionen glauben. Aber Illusionen sind keine Tatsachen. In Wahrheit gibt es nichts zu fürchten. Es ist sehr einfach, dies zu begreifen. Aber für die, die Illusionen wahrhaben wollen, ist es sehr schwer zu begreifen. Es gibt nichts zu fürchten. Die heutigen Übungszeiten werden sehr kurz, sehr einfach und sehr zahlreich sein. Wiederhole lediglich den Leitgedanken so oft wie möglich. Es gibt nichts zu fürchten. Du kannst ihn jederzeit und in jeder Situation mit offenen Augen anwenden. Also, dann tu das auch. Verschließe dich nicht immer wieder durch deine geschlossenen Augen. Innen wie außen, außen wie innen. Vergiss nicht. Es gibt nichts zu fürchten. Es wird jedoch sehr empfohlen, dass du dir, wann immer möglich, etwa eine Minute Zeit nimmst, jetzt mit geschlossenen Augen. Dir den Gedanken immer wieder zu wiederholen. Und das tue auch. Es gibt nichts zu fürchten. Es ist besonders wichtig, dass du den Gedanken unverzüglich anwendest, sobald irgendetwas deinen Geistesfrieden stört. Vielleicht stört dich dieser Sturm. Vielleicht durchkreuzt er deinen heutigen Plan. Es gibt nichts zu fürchten. Nichts, aber auch gar nichts kann meinen Geistesfrieden stören.
Es ist immer alles genau richtig. Es dient mir alles zum Besten. Möge ich den Widerstand aufgeben. Möge ich dies hier nicht als Angriff sehen. Dass ich jetzt oder nachher vielleicht nicht mit dem Auto irgendwo hinfahren kann. Es gibt nichts zu fürchten. Es ist nichts bedroht. Ich muss aber diesen Traum hier auch nicht herausfordern. Es ist immer wieder dasselbe. Vernünftig sein. Mit dem zu gehen, was mir gegeben ist. Und wenn die Ansage ist, zu Hause zu bleiben, dann bleib zu Hause. Vertraue dir, vertraue Gott, vertraue dem Heiligen Geist, vertraue Jesus. Es gibt nichts zu fürchten. Scheinbar gibt es hier in diesem Traum Situationen, die furchterregend sind, wenn ich jetzt nach draußen gehe. Und mir fällt ein Ziegelstein auf den Kopf, weil es nun mal stürmisch ist. Das ist die Welt hier. Ich habe einfach keine Ahnung. Es ist nichts bedroht. Es gibt nichts zu fürchten. Es ist nur die Hülle, der Körper, dem etwas geschieht. Aber doch nicht mir als der Sohn Gottes. Da zeigt sich eben wieder nur meine starre Anhaftung an diesen Film. Dass ich glaube, dass ich das bin, meine verzerrte Wahrnehmung, meine Abhängigkeit von meinem Körper, macht dich abhängig von Gott, von dem einen Geist, die völlige Umkehrung. Dies hier ist Geistesschulung und kein Körpertraining. Das haben wir genügend gehabt. Es geht um die geistige Auferstehung. Ich bin nicht dieser Körper, auch wenn ich platt da draußen liege. Und genau diese Angst, dieser Schrecken muss berichtigt werden.
so wie es uns Jesus wieder in den Lesungen sagt. Kapitel 6, Nummer 1, die Botschaft der Kreuzigung. Für uns zutiefst dunkel, doch für Jesus hatte es überhaupt keine Bedeutung. Das ist damit gemeint. Eine große Sache, aus irgendetwas zu machen. Vor allem aus das, was Angst erregt. Weil ich nicht in der Lage bin, im Frieden darauf zu schauen. Und das ist aber genau das, was wir lernen. Und zwar mit Mitgefühl und nicht teilnahmslos. Hilfreich. Immer der Liebe Gottes folgend, spürend. Es gibt nichts zu fürchten. Nichts kann deinen Geistesfrieden stören. Ich habe die Ruhe zu bewahren. Egal, was hier in mir, im Außen zu passieren scheint. Ich bin nicht dieser Körper. Ich bin reiner Geist. Geheiligt, geliebt, gesegnet. Vollkommen. Ruhend im Frieden. Die Anwesenheit von Angst ist ein sicheres Zeichen, dass du Vertrauen in deine eigene Stärke setzt. Das Bewusstsein, dass es nichts zu fürchten gibt, zeigt, dass du dich irgendwo in deinem Geist, wenn auch nicht notwendigerweise an einem Ort, den du jetzt schon wiedererkennst, an Gott erinnert hast und seine Stärke den Platz deiner Schwäche hast einnehmen lassen. Gott ist die Stärke, auf die ich vertraue. Nur das. Nur das ist mein Schutz, meine Sicherheit. Meine Stärke hier ist angstbasiert, kommt aus dem Ego-Eigenwillen und schwächt mich. Lässt mich schnell zur Waffe greifen. Weil hinter dieser scheinbaren Stärke immer Schwäche steht. Und dann denke ich, ich muss mich verteidigen, mich schützen. In meiner Wehrlosigkeit liegt meine Sicherheit.
möge ich nur Gott vertrauen. Es gibt nichts zu fürchten. Entscheide dich für Gott, für seine Stärke, für seine Liebe, für seinen Frieden. Er vertraut mir so sehr, möge auch ich vertrauen. Es gibt nichts zu fürchten. Nichts kann meinen Geistesfrieden stören. Und dennoch habe ich eine Verantwortung und möge vernünftig sein. Es gibt nichts zu fürchten. Das meint aber nicht leichtsinnig zu sein. Sondern wirklich zu hören und zu schauen, was jetzt angesagt ist. Und das heißt, dass ich nicht jetzt ins Auto steigen muss, wenn es da draußen stürmt und macht und tut. Ich muss das ja nicht herausfordern. Nicht das als Wundergesinntheit sehen, mir wird schon nichts passieren, sondern ich kann auch einfach zu Hause bleiben, mit mir sein, nach innen schauen, das Außen existiert im Grunde nicht. Aber ich muss die Welt, diesen Traum, nicht weiter wahrmachen, sondern kann einfach in mir ruhen, da wo ich bin. Überall, in jedem Moment gibt es nichts zu fürchten. Ich habe keine Ahnung. Es gibt nichts zu fürchten. Möge ich diese Wundergesinntheit nicht mit magischen Gedanken verwechseln.
möge ich klaren, offenen Geistes sein. Mir muss klar sein, wenn ich jetzt vielleicht doch rausgehen möchte, durch den Wald spazieren. Dass da eben dann ein Baum umfallen kann. Das kennen wir doch. Das ist doch das Gleiche, wenn ich in ein Flugzeug steige. Mir ist doch klar, dass das Flugzeug abstürzen kann. Das muss mir doch klar sein, dass dies in meinem Traum genauso geschehen kann. Genauso wie ich sicher landen kann. Ich habe doch keine Ahnung. Das ist doch hier der Traum und hat doch mit Gott selbst nichts zu tun. Aber wenn scheinbar etwas passiert, möge ich die Ruhe und den Frieden bewahren. Es gibt nichts zu fürchten. Da ist doch unser größtes Lernen, wenn doch ein Unglück geschieht, ein Drama, wenn sich der Schrecken dann so ausbreitet. Die Kreuzigung ist nicht geschehen. Für Jesus gab es nichts zu fürchten. Es gibt nichts zu fürchten. Möge ich keine Angst mehr vor meinem eigenen Film haben, vor meinen eigenen Ideen, vor meinen eigenen Bildern. Du kannst dich entspannt in den Kinosessel setzen und dir diesen Film anschauen. Erhebe dich. Schau mit Liebe darauf. Du bist nicht allein. Es ist nur ein Film. Renn nicht mehr nach vorne und schmeiß dich auf das Schlachtfeld. In dem Glauben, dass das das Leben ist. Das ist nicht wahr. Wir sind reiner Geist, ewig, grenzenlos. Ewige Ausdehnung, ewiges Leben. So geliebt. Gottes Sohn, der Christus. Der reine, eine Geist im Geiste Gottes. Nur Ausdehnung, nur Licht. Nur Vertrauen, nur Liebe. Nur Ruhe und Frieden. Es gibt nichts zu fürchten.
Häng dich an Gott. Nichts weiter. Öffne dich nur dafür. Schau in dein Herz. Dort ist der Weg. Die Wahrheit. Das ewige Leben. Es gibt nichts zu fürchten, Bruderherz. Und wieder sage ich Dank für all das. Für diese stille Freude und für dieses zarte Schmunzeln, was immer wieder durchkommt. Danke Gott, dass du uns so den Weg zeigst, in Leichtigkeit, Gelassenheit, Zuversicht und Einfachheit, in solch einer Güte, so harmlos. Unschuldig eben. Es gibt nichts zu fürchten. Und doch so klaren Geistes. Danke, Vater. Danke, Gott. Danke, Jesus, und danke, Heiliger Geist, und danke dir, Bruder, und danke dir selbst. Amen.